Hallo, herzlich willkommen hier bei Rising World. Heute geht's weiter. Ich habe schon heute ein paar Sachen gemacht. Also, ich habe das Haus fertiggestellt und den Stall. Jawohl, der Stall ist fertig. Freuen uns. Ja, und heute machen wir was anderes. Das zeige ich euch jetzt erstmal schnell mit dem Haus. Was der alte Mann jetzt kann er ja da drin wohnen. Der arme Mann. So, hier hat er einen Kamin. Vorhänge hatte, dass keiner reinguckt. Das Dach steht auch. Oh, ha. Oh, das habe ich vergessen. Naja. Kann man noch hinzufügen, aber soweit ist es wohnlich. Also er kann wohnen hier. Und Ding hat er auch. Eine Türe hat er bekommen. So, und jetzt pflege mir. Ui, ihr seht, ich bin da voll dran gewesen. Heute machen wir was Spezielles. Was heißt speziell? Für das schon, ja. So, ihr seht. Also das soll Heu sein. Also ich habe leider kein Heu, deswegen soll das nachstellen. Und hier können die Schweine, Schafe, Rinder, Pferde kommen dann hinten dran mit einem großen Zaun. Sehen. Ich hab's endlich gepackt. Machen wir da wieder zu. Ihr seht, fehlen auch viele Bäume. Also ich habe mir überlegt hier, dass ich da den Pferdestall mache und die Wiesen außenrum. Das wäre doch schönes Quartier, oder nicht? Hm, finde ich auch hier. Mhm. Da hätten viele Bäume weichen müssen. Aber die sind dann an andere Stelle dann wieder, habe ich die angepflanzt. Ihr seht. So. Und ihr seht, ich habe angefangen, weil heute gibt es die Straßen, halt die Gehwegen. Früher hat es ja keine Autos gegeben. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich hier das extra breit gemacht habe. Erst geht's breiter und dann geht's weniger breiter. Und Verknüpfungen auch hier. Da kommt dann ein kleines Haus hin. Also ich mache die Straßen und da kommen dann die Häuser hin. So groß dürfen die Häuser ja auch nicht sein. Und ihr seht, da müssen die Bäume auch weichen, wie immer. Ja, so ist es. Die Bäume weichen und ja. Genau. Also ich war heute ziemlich viel am Steine machen. Und Holz. Das Holz müsste eigentlich reichen für das. Hoffe ich doch, wenn nicht. Weil die Bäume da vorne müssen weg. Mhm. Und hier habe ich leider kein Erz gefunden. Deswegen bleibt der Ofen auch aus. Ich hoffe, es gefällt euch soweit, wie ich das baue. Anregungen, Kritik, was man noch machen kann oder was geändert werden kann, sind immer willkommen. Außer nicht nur, oh, das ist ein scheiß Video, das kann man nicht brauchen, hör auf. Nein, nein, sowas nicht. Ihr könnt aber sagen, was euch nicht gefällt oder was man ändern kann. Also, das kann man rückgängig machen und dann ändern. Also, damit habe ich keine Probleme. Dafür sind wir ja da, um das zu machen. So, jetzt müssen erstmal die Bäume hier weichen. Ah, ich habe gehört noch, das soll Biome reinkommen. Also, ich wusste auch nicht, was das bedeutet. Ist auch schlau gemacht und das heißt, es kommen Wüste rein. Das ist ähnlich wie bei Minecraft, die Welten, dass es verschiedene Welten gibt und Wasser haben wir ja auch schon. Das wäre geil, wenn das kommen würde. Also, da freue ich mich richtig drauf, mal eine andere Welt kennenzulernen. Das wäre doch was, oder? Ja. Zum Alter, zum altertümliche bis ins Neuzeit in die Wüste. Das wär's, oder? Das ist geil. Also ich freue mich richtig schon aufs Update. Die sind jetzt voll dran. Deswegen kommt auch im Moment kein Update raus. Oh, Karotte, her mit. Und deswegen, ich bin gespannt drauf, wie sich das Spiel noch so entwickelt, weil die sind auf einem guten Weg, finde ich. So,
da kommt die Stau. Der muss noch weg hier. Ah, weg, 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 weg. Heute habe ich gedacht, haben wir mal die Straßen. So, Spiel voll abgekackt. Typisch. Das ist noch Ding. Handlungsbedarf an dem. Ja, aber das kann auch sein, die neueste Java-Version, wo ich drauf habe. Dass das Spiel unstabil läuft, weil eigentlich haben die das behoben gehabt mit dem. Ihr seht, eigentlich dürften die Äpfel auch nicht mehr darunter fallen. Ja. Aber das wird dann noch alles kommen, weil das Spiel ist ja noch in der Entwicklungsphase, also in die Beta-Phase, Alpha-Phase. Also ist noch viel Potenzial nach oben. Ja, aber ich glaube, ihr das tendiert irgendwann mal bald zu Minecraft, dass es so weit kommt. Aber ich bleib trotzdem dem Spiel treu, weil es ist mega, mega geil. Das Spiel. Und deswegen, ja. Das ist wirklich Hammer-Game. Auch so, wenn man von der Arbeit kommt, so richtig so bauen und so. Richtig relaxed. Chillig, kann man sagen. So, und jetzt haben wir die Bäume gefällt. Was tun wir denn noch wegmachen hier? Oh, es wird dunkel. Dunkel. So. Was ich noch nicht gemacht habe, das sind die Lampen. Weil die machen wir erst zum Schluss. So, weil die... ja, ich muss erst mal schauen, wie ich das mache. Ich habe zwar schon eine kleine Idee. Vielleicht könnt ihr ja mir was sagen, wenn es nicht richtig ist, was man noch verbessern kann. Ich hoffe auf Kommentare. Auf die warte ich ja immer. Nur kriege ich keine. Nur vom Adrian. Das ist immer herzenslieb von ihm, dass er mir immer Kommentare gibt. Also, haltet euch dran. So. Cool. Nehmen wir noch die vier Äpfel mit da. Ja, mal gespannt. So Säfte und so, dass man das auch noch herstellen kann. Wäre auch Idee, weil es gibt ja Tomate, es gibt ja Karotten, es gibt ja Äpfel. Und ja, das wäre mal gut zu wissen. Okay. Machen wir das aus Holz. Holzplanken. Wenn man so hell ist. Nein, das ist schon wieder Neuzeit. Nehmen wir die. Genau. Dann nehmen wir die. Weiß gar nicht, wie viel das wir brauchen. Nehmen wir einfach mal ein paar. So. Und ja. Ja genau, fangen wir mal da an. Passt das überhaupt zu uns? Also fliegen geht ja auf F2, die wo neu zuschauen. Machen wir noch eins und gehen wir darüber. Genau. Und hopp, 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 hopp. Und da. Gibt einen kleinen Kontrast zum dunklen Boden. So. Bauen wir mal so eins auf, dass wir wenigstens mal ein bisschen Licht haben. Und jetzt muss ich schauen, wie ich das mache. Oh, sieht doch cool aus, oder nicht? So ein Eingangstor. Ist zwar mit Holz, aber ist doch egal. Dann machen wir noch einen Balken darüber. Dann nehmen wir die Stücke. Ich sehe nichts da. Dann nehmen wir doch dieselben Stücke. Ah, fuck. Ah, ne, doch, muss ich ja da. Holzbalken. Welche nehme ich da? Ah, da nehmen wir die. Probieren wir mal. Oh, kein Platz. Und so. Und
Also die kann man ja ziehen. Und auf die Seite. Nein, ich wollte eigentlich andersrum haben. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, das ist, wenn man es nicht so oft braucht. Dann muss man immer studieren, also das wäre dann die Pfeiltaste nach oben. Und den Balken muss man kleiner machen. Und größer, genau. Genau. Und jetzt. Ja, man muss selbst probieren, wie das da ist. Ah, der Balken ist mir zu groß. Naja, es geht auch schief. Ah, habe jetzt eine Idee. Ja, komm, hopp. Ich will fliegen. So, genau. Nur sehe ich nichts. Es ab einem gewissen Grad, wo man da nichts sieht. Das ist natürlich dann schon. Ihr seht, das ist. So, jetzt. Jetzt probieren wir mal, ob man den dünner machen kann. Der kleiner zumindest. So. Dass man den so schön machen kann. Ihr seht, das ist ein Puzzleteil. Dann probieren wir es mal. So, wie sieht das aus? Der ist zu fett, habe ich das Gefühl, gell? Ja. Schade. Der muss dünner sein. Ah. Ja, so. Jetzt muss ich da sein. Das ist blöd, das sieht man nicht. So. Ha, passt, oder? Und jetzt da noch einmal. So, Mann, das Spiel laggt heute irgendwie. PC ist eigentlich nicht warm. Komisch, komische Sache. Also, dass man nichts sieht, ist es blöd, Mann. ich probiere es jetzt einfach mal. Okay. Ah, sieht man schick, schick. So, und jetzt haben wir keine Lampe hier. Oh. Schade, jetzt haben wir eine. Was ich habe vor, da in der Mitte eine Lampe zu machen. Und dann setzen wir die Straße. Ja. Also, das haben wir schon gehabt mit der neuen Werkbank. Wegen Licht. Dass das ja nur mit dem modernen Licht geht. Ah, da haben wir Eisenplatten. Das ist gut. So. Und jetzt probieren wir das, ob es gut kommt oder nicht. So. Von denen brauchen wir ja genug. Also, und wieder fliegen. Cool. Ach, also, das wächst doch. Oder wie seht ihr das? Hä? Sieht doch mega aus. Und es geht dann immer so weiter, immer so weiter. So, und jetzt haben wir da. Nein, die habe ich nicht dabei. Brauchen wir Steine. Oh, Steine, 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 Steine. Da haben wir genug Erde.
Ihr seht, gibt's viel zu tun hier mit den Steinen. So. Was ist das da? 75, okay. Da brauchen wir auch noch schnell. 72. Aha. Gut. So, der 75er kommt mal schnell dahin. Weil jetzt noch mal schnell das Dach zu, und dann ist es fertig hier. Ha, seht. So sieht es von oben aus. So, und dann können wir loslegen mit dem Weg. Bin sehr gespannt drauf. Auf die Resonanz von euch auch. Was ihr dazu sagt. Wie gesagt, immer her damit. Ich brauche alles, was geht. Jede kleine Anregung, alles Mögliche, was man bauen kann. Das ist sehr geschätzt dann. So, da kommt dann auch noch, da kommt noch gar nichts hin. Und dann muss man so setzen hier. Genau. Und es gibt dann so eine Viererreihe. So. Und dann. So entstehen dann die neuen Wege. Oh, das nervt da. Ich möchte jetzt nicht großartig an der Natur was dran ändern. Das soll so erhalten bleiben wie möglich. Deswegen räche ich auch nicht. Deswegen mache ich nur das weg hier. Dass das, ja. So, ja, auch für die Tieren. Weil ich bin am überlegen, ob ich da vorne noch so einen kleinen Tiergarten mache. Halt mit Zaun. Dass der, ja, ein bisschen nah ist. Oh, das geht immer auf den Keks da. Vorhin schon, da heute schon Mühe gehabt mit dem. Oh. Ups. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Ja, wer ein Loch gräbt, das Grab für mich. Autsch, autsch, autsch. Mann, da fallen ständig die Dinge auf den Kopf. Baumstämme. So. Und dann. So, die brauchen wir ja wieder für Holz. Das ist immer gut. Oh, schon wieder. Meine Fresse, du sollst mal fertig werden hier. Heiligsblechle. Vierer. Ihr seht, das ist Wahnsinn hier. Aber ich denke, da kann man dann was machen hier. Dass es dann so hoch geht. Da. Dass man nicht so viel schon schmissen wir ewig dumm graben hier. Genau, das ist so wie eine Treppe. Ups. Ja, wenn man vorne dran steht, funktioniert es halt nicht. So, das war einer zu viel. Und weg damit. So, ihr seht. So. Das gibt dann die neuen Wege. Und so geht es weiter, immer weiter. So. Wie findet eigentlich ihr die Idee, der Pferdestall mit dem Zaun außenrum? Hoffe ich doch gut. Hoffe ich. So. Und, nein, du nicht. Genau. Und dann wieder F2 zum Drücken. Das muss man jetzt genauso hoch machen wie da. Also zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also, immer 11. 1, 2, 3, 4.
sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das war jetzt ein bisschen blöd. Da muss ich doch was wegmachen hier. Ach, hau doch ab, du blöde Lampe. Dann machen wir das so. Genau. Ach, das war zu schnell. Heieieiei. Sehen wir mal, wie schnell meine Maus ist. Voll die Maus, die rennt die Katze hinterher. Die Katze rennt die Maus hinterher. So. Seht ihr? Und hier auch. Was ist mit dem Spiel heute los? Das ist so mega brutal hier. Okay. So machen wir es dann überall. So, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. Das ist wie so ein Tor, wo man dann reingeht. Ich sehe, ich habe hier einer zu viel. Aber wenn man es jetzt von oben betrachtet, hier, sieht es doch schon cool aus. Oder nicht? Was wird so langsam? So. Außer halt das Haus da, das gehört zwar jetzt nicht rein, aber naja, das ist dann ein Polizeipfosten. Ja, die Polizei spielt auch mit. Nein, ich sehe gerade, ich hätte das anders machen sollen. Sagt ihr mir, wie ich das machen werde, das so in dieser Reihe oder so lasse? Sagt ihr mir und dann entscheide mir. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, haut die in die Tasche und sagt mir eure Meinung. Ich möchte auch Meinungen zum Spiel, was ihr gut findet, was nicht, was noch reinkommen könnte. Also man kann noch viel bewegen. Jetzt kommen ja Biome rein. Biome, ja. Schwieriges Wort. Aber ja, Wasser kommt auch noch. Die Wiki wird auch noch bearbeitet. Also ihr seht, gibt noch ganz viel zu tun. Und dann verabschiede ich mich für heute und sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Meerkat.